Ja, hallo, ich grüße euch nochmal alle ganz herzlichst hier aus Oberstaufen, aus dem Tontherapieraum Primosona bei Pius Vögel. Ihr werdet gleich mal so eine Sitzung miterleben. Ich werde mich also zur Verfügung stellen, auf die Klangliege legen und Pius Vögel wird mal so einen Durchlauf machen in, ich sag mal so, in einiger Zeit und ihr werdet mal miterleben, wie Pius immer eine Klangsitzung beginnt mit jemandem, der jetzt ganz neu die Erfahrung macht auf dieser Klangliege. Und da wünsche ich euch natürlich gleich ganz viel Freude und ich bin auch schon ganz gespannt, was mich da erwartet. Das, was Sie jetzt wahrnehmen, ist eine der 12 CDs. Und jetzt horchen Sie mal in Ihren Körper rein, wo Sie diese Schwingungen dann feststellen können. Also das ist jetzt eine CD von den 12, ist richtig, Ja, ja? ja. Und wo meinen Sie, dass Ich ich... spüre es ganz deutlich im Rückenbereich, gesamte Rückenbereich, also nicht nur Wirbelsäule, sondern insgesamt. Ja, dann sind wir dann schon in der richtigen Richtung. Ja, also ich möchte sagen, Ja. im gesamten Rückenbereich, der Spöß insbesondere. Und das ist auch die CD, die der Wirbelsäule zugeordnet sind, Ah ja. ist. Ja. Und dem gleichen Ton entspricht ja auch die Schilddrüse Ah ja. und auch der Magen. Nur ist es so, dass die Schilddrüse ja nicht wehtut, aber zum Überleben ja wichtiger ist als wie der Magen. Und dadurch verlagert der Körper automatisch die Schwingungen mehr in die Schilddrüse als wie jetzt in den Rücken. Und wenn ich jetzt diese schwingenden Körper anbiete, wird gleich alles miteinander sozusagen bedient und wieder aufgetankt. Und jetzt schalte ich aus und nehme eine andere CD. Ja. Das ist jetzt der gleiche Klangteppich als wie bei der einen CD, aber Ja. von einem anderen Grundton aus. Also den merke ich jetzt insbesondere hier im Beckenbereich sehr stark. Und nicht einmal so im Wirbelsäulenbereich, mehr im Beckenbereich und hier im Kopfbereich. Hier. Aber hauptsächlich hier im unteren Bauchraum. Ja, auch mehr hinten so. Ja. Ja, das ist jetzt auch der Darm. Und dadurch spürt man den ja jetzt mehr im unteren Bauchraum. Ja. Und oben komischerweise hier. Hier oben. Ja, das ist die Quinte, wo drin ist. Weil die Quinte wirkt in deren auf dieser CD auch wiederum auf den Rücken. Jetzt schalte ich wieder aus. Und wie fühlt sich der Klang an? Oh, der ist ja vom Kopf bis zum Gesäß, ich möchte den überall. Und geht er noch weiter runter? Ja, das sind die Füße unten. Ziemlich ab hinten. Mein linker Fuß hinten, die Achillessehne, da geht er besonders rein. Also mehr in den linken als in den rechten. Aber zu spüren von der großen Zehe bis zur Haarwurzel jetzt, Ja, oder? ja. Und was ist im Körper außer dem Blut noch überall verteilt? Knochen, Sehnen, Die Lymphe. die Lymphe. Und wir haben ja dreimal so viel Lymphflüssigkeit im Körper, wie wir Blut haben. Ja.
Und daher ist eigentlich jetzt auch die Schwingung noch besser überall zu spüren. Und es regt die Lymphe an, das Wasserelement. Das ist ja toll, das merkt man noch, also absolut. Und das ist doch ein deutlicher Unterschied zu den anderen ja, CDs. Ja, absolut, absolut. Und somit habe ich ja eigentlich den Beweis erbracht, dass dahinter auch wirklich was Funktionelles steckt. Also ich habe es von den Fußsohlen an, kann ich echt nur sagen, bis in die Haarspitzen, will ich mal so sagen, bis in die Kopfhaut. Und jetzt, wo Ihr Körper diese Schwingungseinwirkung gewohnt ist, jetzt können wir sogar den Körper abfragen, ja, welche Schwingung er benötigt. Mhm. Und zwar lege ich jetzt die CD auf. Und da werden dann diese einzelnen Töne kurz angespielt. Mhm. Und der Ton, wo von diesen 12 Tönen am stärksten auf mich wirkt, das wäre dann der Therapieton. Ah ja. Ton C. Ton D. Ton E. Ton F. Ton G. Ton Fis. Ton Gis. Ton B. Und welchen Ton? E und F. Die waren für E mich und F. Fast gleich, ja. Ja, jetzt könnten wir jetzt Klangsitzungen machen. Das eine mal mit dem E und das andere mal mit dem F. Wofür steht das? Was ist das? E ja, das F? E ist hauptsächlich die Lymphe und, ja, und das F ist das Blut. Ah. Also beide wirken auf die Körpersäfte. Ah. Auf die fließenden Körpersäfte. Und wie kann man das einsetzen? Blut zum Beispiel, wenn jemand zu hohen Blutdruck oder zu niedrigen hat? Oder wie sollte man das? Ja, das ist wieder eine Gefäßangelegenheit. Ah, ja. Also das wäre jetzt das auch nicht. Das wäre jetzt praktisch einfach, um das Ganze ins Fließen zu bringen. Und wenn wir, das ist jetzt der Ist-Zustand. Es könnte sein, dass Sie das ganze Jahr hindurch einen anderen Ton brauchen. Ah. Aber momentan haben Sie jetzt eben hier diese Schwachstellen und die sollten eben behoben werden. Also dieses E und F. Dieses E und F, ja. Ja, mit der Lymphe, das habe ich ja deutlich gespürt. Ja. Das war ja extrem. Ja. Also der Lymphfluss, ist das auch so, dass man dann vermehrt zur Toilette geht danach oder? Wie kann man das verstehen? Ja, und auch dass die Blase wieder stabiler ist, ja, weil die Blase hat ja auch, die ist auch ein Wasserbehälter. Richtig, genau. Und hat auch die gleiche Schwingung. Ja. Und die Quinte hiervon ist dann die Pankreas.
Also die Pankreas ist ja wieder für den Kohlenhydratstoffwechsel maßgebend. Ja. Und die wird dann bei der Lymphe auch gleich automatisch mit bedient. Ah ja. Hört sich sehr, sehr gut an, muss ich echt sagen. Also vor allen Dingen, dass man das so für sich hat herausfinden können. Das finde ich jetzt ganz enorm. Also ich finde es klasse. Ich habe mich gerne als Proband zur Verfügung gestellt. Kann ich echt nur sagen. Ja, es war toll, Pius. Ich werde mal wieder aufstehen, wenn ich kann. Ja. Oder hast du noch was mit mir vor? Nein. Momentan, das war jetzt das Vorstellen oder die Diagnosestellung. Ja. Also ich finde es wirklich genial. Dankeschön. Was sich hier so getan hat und auch das mal so jetzt mitzuerleben, finde ich gut, Pius. Also kann man sich vorstellen, wenn jetzt jemand mal zu dir kommt und möchte so eine Liege ausprobieren, ist das so in dieser Form, wie wir es gerade gemacht haben, und ist er so begeistert und möchte die kaufen, was bekommt er dann mit? Ja, du bekommst außer der Liege die Anwendung, für die Anwendungen die Mappe. Und also aufgelistet. Und die ganzen CDs und eben auch diese fachmännische Einführung. Das finde ich sehr gut. Also man ist dann richtig in der Lage, die auch zu Hause vernünftig nutzen zu können. Das ganze Programm, wenn man das mitnimmt, dann kann man es zu Hause aufstellen, anschließen, schaut in der Mappe nach und kann schon gleich beginnen. Toll, also super. Da kann ich echt nur sagen, Daumen hoch. Ja. Ja, ihr seht, es geht immer weiter. Wir sind noch in Oberstaufen, wir bleiben noch in Oberstaufen und ihr werdet noch viel hier von dem Tontherapiezentrum von Pius Vögel erfahren. Ja, bis später. Alles ist Schwingung und Schwingungen sind alles. Genau. Bis später.